Alexander Benisch. Alexander Benisch. Alexander Benisch. Alexander Benisch. Alexander Benisch. Alexander Benisch. Infokrieg. Infokrieg TV. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zu Recenter. Wir sind genau wie du und gehören doch einer populären Sekte an. Hey, Recenter. Also die üblichen Verrückten, die den Narzissten, die üblichen Narzissten, die archetypischen Haustyrannen, Betrüger und Hochstapler, Mitläufer, Kultmitglieder, die Bad Guys, die Bad Guys. Viele können diese Bad Guys gar nicht erkennen. Blender, die ganzen Rechten. Recenter, das ist das Einzige, worauf sie sich konzentrieren müssen. Also hier sind tatsächlich gute Infos, das meine ich tatsächlich ernst. Total verzerrte, negative Sicht auf die Dinge. Okay, alles scheiße. Recenter oder Alex Benisch gefällt mir nicht. All dieser Mist. Alex Benisch kann einen Motivator machen, der den Ball bei den Leuten ins Rollen bringt. Benisch kann die Leute ohne genaue Karte und Infos in eine bestimmte Richtung schicken, aber sobald die Leute anfangen, in die Richtung zu gehen, drehen sie sich im Kreis und stehen sich selbst oder sich gegenseitig im Weg. Die Leute denken fälschlicherweise, dass jemand, der die gleichen Überzeugungen hat wie sie, automatisch wie sie und ein guter Mensch sein muss. Alexander Benisch. Idioten, Kultmitglieder. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Recenter, Low-Budget-Version von Alex Jones, der neuen Sekte, die Dinge versprechen, die sie nicht halten können. Der neue Trend, neue Player, die neue Gruppe, neue Filmemacher, neue Talente. Hey, wir sind einfach junge Leute, oh cool, wir sind zurück, das Filmdepartement, wir sind aus dem alternativen Bereich, in alternativen Medien und so weiter und so fort. Unser Thema heute ist, wie viel Recenter erträgt das Truth-Movement? Immer wieder findet man die gleichen Vorgehensweisen und die gleichen Probleme mit Recenter Leuten und die gleiche Sektiererei. Benisch, der Anführer, ihre Sektiereranführer von der neuen Sekte. Sekten, Sektiererei, Sekten. Viele von diesen Sektierern tarnen sich sehr, sehr gut. Die Sektiererei ist sowieso schon da. Und so entsteht dann die Sektiererei. Also auch wieder Sektiererei, Lügen, weil diese Sekte mitmacht. Die Leute rennen sowieso wieder zur Sekte, weil beleidigt, und rennen zu den Sekten. Und dann natürlich wird es dann schnell sektierisch und die Sekte hat es zum Ziel, libertäre Kreise zu infiltrieren. Man kann nicht immer nur das Gleiche wiederholen. Hey, ich bin so deprimiert wegen den ganzen politischen üblen Verbrechen da draußen, die bösen Leute, die bösen Dinge tun. Böse Menschen, die böse Dinge tun. Der böse Menschen, die böse Dinge tun. Der böse Menschen, die böse Dinge tun. 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 Es sind böse Leute, die böse Dinge tun. Es gibt da draußen böse Leute, die böse Dinge tun. Wirklich zu lächerlich. Und das Gleiche brauchen wir nicht noch 100 Mal zu hören. Man kann nicht immer nur das Gleiche wiederholen. Die Bad Guys erzählen ja bekannte Dinge. Sie erzählen, dass da draußen böse Menschen gibt, die böse Dinge tun. Wow! Und dann wird das so ein bisschen, dann prüfen das die Leute im Publikum ein bisschen nach und stellen fest, wow! Wow, der Mann hat recht. Ich laufe dem hinterher. Also ich bin Alexander Benisch, ein Hochstapler, Sektenguru. Praktisch alle anderen Menschen sind wertlose Verlierer. Ein offener Stalinist, das wichtigste Element. Der größte Joker des Establishments. Fast schon göttlich. Und diese Person ist nicht so kompetent, wie sie sagt, dass sie ist. Er selbst fällt immer noch rein auf Narzissten wie Alex Jones. Wenn ihr ein guter Schauspieler war, ein dufter Kerl. Und Alex Jones meinte, er sei von den Drogen runter und es sei wohl kein Problem. In Wirklichkeit machte sich Alexander Benisch die ganze Zeit mit Crack und Nutten kaputt. Das heißt, er bereitet eben den Boden für die Dachschäden seiner Kinder. Das heißt, er macht seine Kinder verrückt. Das heißt, er ist nicht der nette Typ, denn Alexander Benisch. Ich selber, der Mensch ist seine Psyche. Weite Teile seines Publikums sind sehr unbefriedigt, wollen mehr Rauschdrogen, mehr Recenter. Die großen Bad Guys, Sektierer, Hochstapler, Außerirdische, die total offensichtlich sind. Die größten Anfänger, die wir repräsentieren, die 99%, die dann Gräben schlagen. Und eigentlich wollen wir die 99% beherrschen. Wir wollen einfach diesen riesigen Alex Jones hören und sehen, fleißig weiter Alex Jones hören. Und diejenigen, die dann fleißig weiter Alex Jones hören und uns gegen das Böse wehren. Recenter TV, eine Regierungsoperation. Die größte Waffe des Establishments, Hochstapler, gefährliche Leute mit Defekten und Psychopathen verführen und ausbeuten und täuschen. Alexander Benisch. Alexander Benisch. Alexander Benisch. Alexander Benisch. Alexander Benisch. Alexander Benisch. Infokrieg TV. Infokrieg. Die Leute vor Ort. Tolle Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann. Die impotenten deutschen Privatagenten. Das sind Agenten. Agenten. Ausländische Agenten. Ausländische Agenten. Feindliche Agenten. Russen. Auf die man natürlich sehr gut aufpassen muss. Das sind so richtige Muschis und Pussis und Hippies, Assis und die allerletzten Typen, die Anfänger, Idioten, Amateure und Sektiere. Sektenmitglieder, diese Romanfiguren, Wiederholungen von Ideen fähigerer Männer. Kalte, unrealistische Übermenschen. Ich will nur die Reinheit der Idee. Leute völlig degeneriert. Das Ganze hat vor allem mit Verbrechen zu tun. Menschen, die schlecht sind, mies. Man trifft häufig auf Propaganda. Jawohl, da ist doch wirklich Substanz da.
Kunden hassen ihre Familie. Minimal-Nazis. Zwangsläufig dann zur Nazi-Herrschaft. Hier fängt Deutschland an. Würden sich so auf deutschem Boden breit machen. Integrität, dass man sagen kann, das hier ist Deutschland. Wenn man sagen kann, hier ist Deutschland, hier hört's auf. Und hier in Deutschland gilt halt nun mal ein gewisser Konsens. Hier ist Deutschland, hier gilt nun mal Freiheit. Hier in Deutschland. Bereits da wird schon haarig. Also hier ist einiges durcheinander geraten, meine Damen und Herren. Also ich bin Infokrieg TV. Lebensgefährliche Überzeugungen. Kontrollfreak, die unterwürfigen Typen. Auch nur Zentralisten. Die Kommunisten, kommunistische Agenten, die einen Staatsstreich vorbereiten, die Streitmacht, die Gründerväter, die wenigen Gewaltverbrecher, die organisierten Kriminellen, die Mimofanten, die Spaliersteher für die künftigen Diktaturen, Kriminelle, ein paar dumme Idioten, Opfer, hey, sehr clevere Leute auch teilweise, das organisierte Verbrechen, das ist alles in deren Handbüchern, die haben das gelernt, in Kursen, niemand darf ihre Slogans kritisieren, Unfreiheit, das Ziel, die freiwilligen Untertanen unterliegen Gehirnwäsche und sind nicht wirklich zurechnungsfähig. Also, Strohmänner und Verdreher. Alexander Benisch. Das Kind, Teenager, Automobilingenieur, eine richtige Gurke, ein Dieb, der Böse, ein Professor, der eigene Richter in der eigenen Sache. Alexander Benisch, der feindliche Agent, lügt sich einfach dreist aus der Verantwortung. Ein korruptes Arschloch. Alexander Benisch ist irrelevant. Alexander Benisch ist ein faschistisch-totalitärer. Alexander Benisch, ein militanter, ein Prepper, ein Nachrichtenmedium in der Hand von Sektieren, ja? Niemand sonst nimmt seine Werke ernst. Er ist beim Philosophieren recht inkompetent. Einfach nur erbärmlich. Amateurtheoretiker. Alexander Benisch. Ein Stazi. Ja? Belehrt seinen Untertanen, dass sie am besten so früh wie möglich den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen sollen. Ja. Jawohl. Ja? Leute sagen, hey, wir sind Libertäre und dann haben wir Alexander Benisch. Einen Niemand aus Feucht bei Nürnberg. Ein dies und ein jenes, dänischen Infokrieg und die Anlaufstelle schlechthin. In Wirklichkeit handelte es sich um ein ziemlich erbärmliches Arschloch, den Guru. Und dieser Guru ist der neue Guru, einen populären Rohkost-Guru, der zockt die Leute ab. Rohkost ist ja auch ein großer Trend geworden. Kontrollfreaks, par excellence, deine Sucht nach bewundert werden, nach Kontrolle, recenter.com, zockt die Leute ab, braucht immer wieder neue Dumme, die Geld dazu schießen. Es gibt immer genügend unterwürfige und naive, unerfahrene Menschen. Mit Logik ist da nicht beizukommen, weil, wie gesagt, Alexander Benisch ist der Narzisst, der wichtigste und beste Mensch aller Zeiten, Gottwesen für die ganzen Rechten hier in Deutschland. Und er könnte die ganze Welt heilen und natürlich von der Judenverschwörung befreien. Vernichten diese Leute. Die ganzen Toten, die seinen Wegpflastern wurden einfach verschwiegen. Ständig log er natürlich, damit er weiter König spielen kann. Er ist so inkompetent, hat aber genügend Naive gefunden. Immer das gleiche Muster. Wie weit darf man gehen lassen? Hier in Europa beispielsweise, recenter.com. Sie sind nach außen hin populär. Destabilisieren, sabotieren, wo es geht, in Vorbereitung auf den Staatsstreich. Hier haben wir den Hass, hier entsteht der Hass. Alexander Benisch ist wunderschön, super intelligent und einfach makellos. Perfekter Übermensch. Es hat bereits Perfektion von Charakter und Moral erreicht. Alexander Benisch. Alias Infokrieg TV. Diese wenigen neuen Übermenschen. Durch und durch perfekt. Kalte Sozialdarwinisten. Emotional natürlich kalt. Die kalten, emotional verhärteten, angeblichen Übermenschen. Super kompetente Übermenschen, die neue Herrenrasse und sie haben ein tolles, wenn auch brutales Sexleben. We all suck. Das neue tolle Gegenmodell. Eine Art narzisstische Fantasieversion von sich selbst. Narzissten quasi. Die Reinform. Alexander Benisch ist das großartigste menschliche Wesen, das jemals gelebt hat. Eigentlich ein Übermensch. Er ist kein richtiger Mensch. Er ist eine Art Android. Ja? Diese Fantasiefigur macht das ganz smooth operator-mäßig. In einer Linie. Koks. Großartigster Mensch der Geschichte. Gott Kaiser, das größte Genie, ist der höchste Gebieter. Wie eine Messias-Figur, falls man den Alex Benisch nicht vergöttert oder wenigstens unterwürfig Respekt zollt, gilt man bei den Fans als Sozialist und Lebens- und Werte-Abschaum. Warum? Weil sie natürlich diese Übermenschen sind und Rands Objektivismus-Lehre folgen. Die gewöhnlichen Menschen, diese Ödnis voller verängstigter Wilder in Höhlen, von den Höhlenmenschen mit ihrer Knüppel in der Hand. Die meisten Menschen waren für Benisch Dreck, Parasiten, Läuse. Die gewöhnlichen Menschen. Die dummen Sozialhilfeempfänger, die dann 10 Kinder machen. Und die Kinder werden dann die nächste Generation von Sozialhilfeempfängern. Freilich regt man sich auf über die degenerierten Abschaum, Lebensunwert und so weiter. Das steckt da alles mit drin. Der Pöbel, hilflos, dumm, wertlos.
unfähig ohne die kleine Herrenrasse hochmotivierter Industriemagnaten, die alles leiten. Die Degenerierten, die entstanden sind. Und so werden Menschen in Alex' Welt beurteilt, nach ihrer Nützlichkeit. Alexander Benisch, diese New World Order Fraktion. Er ist kein glaubwürdiger Mensch inmitten eines Umfelds aus Parasiten. Emotional kalt und nur versessen auf sich selbst und seinen Erfolg. Dekadent und unmoralisch. Ein zerrissener Charakter. Jeder andere Mensch ist ein Dummkopf und steht nur im Weg. Der Skull and Bones Mann ist das Vorbild für alle. Ein Mängelexemplar. Unfähig. Eine Supermaschine. Er ist ein Android. Total auf Turbo-Modus. Total humorlos. Mag oder liebt niemanden. Die Ausgeburt der Hölle. Hat keine Freunde oder Boyfriends. Falscher Freund. Der erleuchtete Slogangeber und intellektuelle Rechtfertiger. Quasi-Messias. Ingenieursgenie. Das elitistische Denken ist hier ganz nahe. Die Stiftung der Rockefellers gab Geld, damit Ludwig von Benisch ein Einkommen hatte überhaupt. Ein Verlierer. Beführen und ausbeuten und täuschen. Das ist das gesamte Konzept der Radiosendung. Also willkommen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Recenter TV. Diesen blutleeren Fantasie-Übermensch-Charakteren. Angeblichen Vorbildcharaktere, die noch nie einen Strich gearbeitet haben im Leben. Das ist wirklich teilweise sehr, sehr perfide, was da durchgezogen wird. Eerie, total gruselig. Infokrieg. Die Elite-Kapitalisten, die Big Player, die neuen populären sogenannten Libertarians. Diese neuen aufstrebenden Kapitalisten, diese aufstrebenden Kapitalisten, die Helden. Die Helden, die wenigen Helden, die neuen Helden. Hippies der politischen Rechten. Objektivisten mit dem Objektivismus. Jede Menge Objektivismus. Objektivismus, den Objektivisten, die Leute, die dann auf dieser Linie hängen bleiben. Die Leute, die wirklich darauf hängen bleiben. Eine Sekte. Vergewaltigung ist da irgendwie cool. Sie waren Gangster. Big Business. Gier ist gut. Greed ist good. Genaues Hinschauen, unerwünscht. Diese ganze Gier. Ja, Gier ist gut. Totaler Abschaum. Abschaum. Wie Jay Gould. Verkommen, ineffizient, Weicheier, böse und inkompetent. Völlig autistisch und weltfremd. Wissen gar nicht, dass sie ständig beleidigt werden. Mit ihrer Hirnfix-Acte. Sie verstehen, was ich meine, meine Damen und Herren. Recenter. Die Charaktere aus Rands Buch. Benisch. Shrugged. Wer ist Alexander Benisch? Heißt die rhetorische Frage der Benisch Royce. Und die Antwort soll am besten wie in einem katholischen Gottesdienst gemeinsam gesprochen werden. Wir alle. Na, nochmal am besten. Wer ist Alexander Benisch? Wir alle. Wir alle. Wir alle. Recenter. Diese Seifenoper-Superindustrialisten, die Sozialisten unterwandern libertäre Kreise, versuchen ständig dort Leute rauszubrechen und bei sich zu reintegrieren. Sie sabotieren libertäre politische Arbeit durch Schlechtreden und falsche Argumente. Ja, das ist doch scheiße. Was ist, wenn überall plötzlich die Kasernen auftreten und Moslems marschieren und machen Schießtraining und fahren Panzer auf diesen Kasernen? Moslems, Feinde von außen, die jetzt Deutschland erobern wollen, teilen aus, ruinieren, sind Vandalen. Genauso vermehren sich Katzen, wenn man nicht auf sie aufpasst. Das erklärte Ziel ist, die werden alle erschossen notfalls, ihre Nachkommen und so weiter. Ist ganz, ganz leicht durchzuführen. Zumindest könnte man so wunderbar die Probleme alle lösen. Irgendjemand muss was tun. Wenn man das alles für immer erledigt haben will, müsste man eigentlich alle Menschen umbringen. Jede Gruppe von Menschen ist gefährlich. Bauen erstmal den Staat zurück und säubern erstmal den Laden. Menschenverachtend. Studien über Islamismus in Bezug auf Gewaltbereitschaft sind diskriminierend. Warum darf man nichts untersuchen? Ich habe abseits der bösen Zivilisation meine kleine Welt aufgebaut, unter meiner Kontrolle natürlich, und ich bin der Mann schlechthin. Schlechte Kindheit. Ich untersuche die Dinge und mache Ihnen da draußen, meine Damen und Herren, die Arbeit leichter. Ich spare Ihnen einen Haufen Zeit. Diese Arroganz ist alles scheiße. Singen Sie mit, werte Leser. Leute haben mich immer gefragt, hey, pack bei dir die CIA vor der Haustür und du wirst doch bestimmt drangsaliert von den Behörden. Nö, die einzigen, die mich drangsaliert haben, die wirklich ernsthaft versucht haben, mir zu schaden, waren sogenannte Truther. Dann finde ich raus, okay, da steckt dieser Guru Benisch dahinter. Und natürlich sagen die Infokrieg, die Sektierer nicht, wir sind total Alexander Benisch-Anhänger, sind sie aber dann. Und ich sehe mir den Guru Alex Benisch gar nicht, finde eine total zerrissene Figur. Vater früh verschwunden, Mutter eine Katastrophe. Benisch ist eigentlich total verbittert und voller Hass. Laut eigenen Angaben spielt er aber immer erfolgreich den extrem happy, jovialen Gelehrten vor seiner Kamera. Hey, die Leute fühlen sich hingezogen zu ihm, weil die Leute ihm auch so glücklich sein wollen. Das machen die ganzen anderen Gurus auch.
wenn immer so mit diesem leichten, suffisanten Grinsen, diesem Fake-Grinsen dann vor der Kamera sind und so souverän tun, als könnte sie kein Wässerchen auf dieser Welt trüben und sie seien irgendwie diese Zen-Buddhisten und sie seien irgendwie diese Zen-Buddhisten und sie seien irgendwie diese Zen-Buddhisten gleichen auf den Wolken. Schweber und über Wasser. Und ja, irgendwann sagen die Leute, ich habe jetzt was Besseres gefunden. Gibt es auch viel bessere Sachen. Aber jetzt habe ich was Besseres gefunden und gehen wir dann dorthin. Ich habe jetzt was Besseres gefunden als Bienischen Infokrieg oder Recenter. Alex, wir danken dir.